Hi Leute, so, jetzt wollte ich mal kurz teilen mit euch. Es wurde so oft angefragt und so viele Kommentare geschrieben, dass ich mal zeige, was ich so esse am Tag. Vorweg wollte ich zwei, drei Dinge sagen, bevor ich mal euch zeige, wie ich das Ganze mache. Hab ein paar Gerichte aufgenommen, die ich mir so täglich meistens zubereiten. Also vorweg erstmal. Bei mir ist es halt so, die Ernährung ist oft über Wochen oder Monate sehr unterschiedlich. Und dann aber täglich oft sehr, sehr gleich. Also ich bin einmal auch recht faul. Ich habe keinen Entsafter, kein Dörrgerät oder sonst was. Ich bin in der Zubereitung relativ faul. Einfach nur, weil ich, ja, ich mache bereit einfach recht wenig so für mich zu. Eher mal mit Freunden oder ja, wenn mal jemand da ist, dann bereitet man mal mehr zu oder macht mal ein bisschen was Aufwendigeres, aber ich bin da immer recht simpel gehalten. Allgemein hatte ich halt Phasen und das auch eben vorweg, wenn du das schaust, so, es ist immer super wichtig, auf das eigene Körpergefühl bei der Ernährung zu achten. So, das Essen ist für den Körper. Und den solltest du optimal versorgen. Und was dein Körper wann und wie braucht und in welchem Maß, sagt dir dein Körper. Also ich, wenn du das Video hier schaust, ich würde mich an deiner Stelle in keinster Weise daran orientieren, was ich da esse. So, außer du willst dir vielleicht mal eine Rezeptidee holen und das mal einbauen. Du solltest dich immer an deinem Körper orientieren, was du brauchst, wie viel du essen solltest und auch was. So, weil ich habe Phasen, wo ich ziemlich viel Obst gegessen habe, dann habe ich Phasen gehabt, wo je nachdem, was ich gerade gemerkt habe, was mein Körper gerade irgendwie möchte. Ich hatte Phasen, wo ich extrem viel Gurken gegessen habe, Phasen, wo ich extrem viel Kürbis gegessen habe. Dann hatte ich eine Zeit lang total viel Lust auf Bärlauch und habe das dann auch über Wochen täglich gegessen. Im Moment ist es so, wie ich dir eben gleich zeigen werde. Genau, aber kann in ein paar Wochen, Monaten auch wieder anders ausschauen von den Lebensmitteln. Grundsätzlich ist es halt meistens komplett pflanzlich, ganz selten mal ein bisschen Honig, wo ich esse. Und ansonsten auch fast komplett roh, wenn ich mal was. Also ich hatte komplett eigentlich 5 Jahre mich komplett roh ernährt. Jetzt im Winter hatte ich mal getestet. Wollte ich mal ausprobieren. Manchmal gedünstete Lebensmittel, Kürbis, Pastinaken, Petersilienwurzel, Süßkartoffel auch mal getestet. Genau. Und das hatte ich jetzt ab und zu eingebaut, aber man merkt halt schon, wenn man gedünstetes hat, ist es ein bisschen, man ist nicht so voll wach und klar da. Also auch wenn man schläft und dann aufwacht, das ist mir aufgefallen, dann bin ich viel mehr und schneller klar und wach gewesen, wenn ich komplett roh esse. Aber mit Fett, wenn ich roh esse und mich, so, das habe ich halt sonst oft auch gemacht, also nicht immer nur komplett an dem Roh liegen, sondern manchmal, wenn ich mich an Fett überessen habe, zu viel Nüsse, Samen, Saaten, Avocado, egal was an Fett, zu viel gegessen habe, dann merke ich es halt auch, dann ist man gedimmter, viel müder, nicht mehr so agil, also generell das Überessen. Ansonsten, ja, wenn man halt lebendiges ist, dann ist man halt auch lebendiger, ist frischer, klarer, ist mehr da. Das merke ich definitiv. Und im Grunde, im Moment ist es halt so, ja, jetzt im Sommer, jetzt esse ich auch nicht mehr so viel Gedünstetes, geht jetzt wieder auf den Sommer zu und werden wieder länger die Tage und dementsprechend, ja, ist es mal alle paar Tage was Gedünstetes mit dabei. Ja, werde es wahrscheinlich jetzt auch immer mehr reduzieren, vielleicht dann auch wieder komplett roh, aber ich gehe da einfach nach dem Körpergefühl. So, ich wollte es auch mal testen, einfach gewisse Lebensmittel, wie was reagiert und von den Mengen her. Das habe ich halt gemerkt, von den Mengen her kann man halt dann viel weniger essen und im Winter ist es halt einfach dann regionaler, saisonaler, das ist halt ganz praktisch. Im Moment ist es halt so, dass ich so im Grunde 2, 3 Mahlzeiten eigentlich, die ich eigentlich fast nur essen, muss ich sagen. Meistens ist es so, dass ich mir eigentlich immer einen Salat mache. So, werde ich jetzt alles gleich mal zeigen. Also, das ist jetzt der Salat. Das ist so eins meiner anderen Standardgerichte im Moment. Gurken, bisschen Zucchini, manchmal nehme ich auch nur Gurke. Feldsalat,
halbe Avocado. Dann tue ich noch oft bisschen Spirulina dran, also Algenpulver. Und keine Ahnung, die Avocado, die nehme ich eigentlich als Dressing eben. Und mache sonst eigentlich nichts dran als Dressing. Also ich mache noch ein paar eben Sesamsamen dran. Und Sonnenblumenkerne. So. Genau. Aber das ist eigentlich so meine zweite Hauptmahlzeit, die ich im Moment eigentlich immer esse. Und das Ganze mixe ich jetzt noch. Ich zeige es euch danach gleich nochmal. Und das ist dann der Salat. Das mit dem Spirulina-Pulver habe ich eigentlich von Silke Leopold, falls ihr ihren Kanal auch kennt. Genau, wo ich bei ihr zu Besuch war. Und das Silke das immer gemacht. Einfach Gurkennudeln mit Spirulina. Das ist eigentlich ganz witzig, wenn man das so vermengt. Ja. Schmeckt eigentlich ziemlich gut, wenn man auch grün steht. Dann mache ich mir oft noch so eine Art Brei mit Zimt und Kokosflocken drüber. Also süß. Genau. Und manchmal was dünsten, Kürbis oder so. Genau. Aber eigentlich sind so diese drei Sachen, die ich hauptsächlich esse. Ganz selten mal ein bisschen was an Obst. Einfach weil ich mal testen wollte auch. So bezüglich der Zähne, wie die sich wieder regenerieren, kann ich auch nochmal ein Video machen. Weil der Zahnschmelz halt oft auch sehr angegriffen wird mit dem überzüchteten Obst, unreifen Obst, zu viel an Obst, so diese drei Sachen eigentlich. Und da wollte ich mal testen. Hab getestet, genau, und merke halt auch, Zahnschmelz kommt wieder voll zurück. Zähne werden wieder durchmineralisiert und ja, wieder viel weißer. Ja, aber das ist eigentlich so, was ich am Tag esse im Moment. Entweder esse ich so 1, 2 Uhr meistens eine Mahlzeit, ein Salat zum Beispiel und danach vielleicht noch eben diese gemahlenen Sonnenblumenkerne, so diesen Brei, sag ich mal, mit Zimt und Kokosflocken zum Beispiel und dann abends entweder vielleicht nochmal ein Salat oder manchmal eben was dünsten danach, aber dann einen kleineren Salat und ein bisschen was gedünstet danach. Genau, also entweder zwei Mahlzeiten, aber ich würde sagen, so im Moment war es eigentlich mindestens die Hälfte der Tage, wo ich einfach nicht so viel Hunger habe und dann esse ich vielleicht um 4, 5, 6 Uhr und dann esse ich halt einmal am Tag. Jetzt wollte ich euch noch mal kurz zeigen, was ich mir auch oft mixe. Eine der zweiten Mahlzeiten. Sonnenblumenkern. Bisschen Sesam tue ich manchmal rein. Das ist Stevia-Pulver. Einfach nur das reine Pulver, damit es ein bisschen süß ist. Nichts Künstliches, sondern halt einfach nur die vermahlenen Blätter. Nicht dieses künstliche Flüssig-Stevia oder so. Da tue ich vielleicht so einen Teelöffel rein. Nochmal Sonnenblumenkerne. Und jetzt wird das Ganze gemixt. Jetzt kommt noch Wasser dazu. Und das Wasser trinke ich im Moment. Das ist abgefüllt. Quellwasser hier von der Nähe. Ich werde euch auch mal die Quelle zeigen. In einem extra Video. Genau. So, jetzt mische ich ein bisschen Wasser dazu. So. Kommt ein bisschen Wasser dazu. Also es sind jetzt einfach nur Sonnenblumenkerne. Ein bisschen Sesam tue ich manchmal rein. Man kann auch nur Sonnenblumenkerne nehmen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Wasser dazu. Genau, das vermischt sich noch ganz gut, wenn man. Mengenangaben habe ich leider nicht. Habt ihr gesehen, wie viel das war? So ein 400 Gramm Behälter. Und dann kommt im Grunde noch Zimt dazu. Zimt drüber und Kokosraspe. Weil im Grunde, das ist halt nur so die Masse. Und keine Ahnung, ob da jetzt andere draufstehen. Das ist jetzt kein Rezept, das ich auf die Geschmacksknospen von anderen irgendwie ausgelegt habe. Sondern weiß nicht, mir schmeckt es einfach. Und genau, Zimt, Kokosraspe drüber. Und fertig. Voilà. Und manchmal esse ich davon eine so eine Schüssel. Manchmal noch ein bisschen was, wo ich mir nachmache. Vielleicht nochmal die Hälfte davon. Genau, wenn man will, kann man da noch ein bisschen Honig dran tun oder sonst was, wenn es einem nicht süß genug ist. Aber das ist so
eins der Gerichte, die ich eigentlich im Moment ziemlich häufig mache, neben Salat. Manchmal nehme ich nehme ich vorher noch eine Stunde vorher noch ein Glas Wasser mit Flohsamenschalen, ein, zwei Teelöffel gemahlene Flohsamenschalen und dann nochmal zwei, drei Gläser Wasser nachtrinken. Genau, aber das ist es eigentlich, was ich so am Tag zu mir nehme und Wasser. So, Wasser trinke ich und ansonsten Tees ganz selten mal, wenn ich irgendwo unterwegs bin, eher so gesellschaftliches Ding. Eigentlich bin ich jetzt nicht so der Tee-Fan oder dass ich irgendwie jetzt den ganzen Tag mir Tees mache oder so. Ja, eigentlich nur stilles Wasser und das, was ich jetzt aufgezählt habe. Genau, Flohsamenschalen manchmal. Ja, aber das war es eigentlich auch, was ich so zu mir nehme. Genau, Mengen variieren, so wie ich halt Hunger habe und wie es passt und genau, was gerade ansteht und gehe da ganz nach Körpergefühl. Genau, manchmal zwei Mahlzeiten mit viel Essen, manchmal eine Mahlzeit, je nachdem eben, genau, gehe da einfach ganz nach dem Körpergefühl und das ist halt auch immer das, was einem auch wirklich sagen kann, okay, ist es jetzt richtig, was zu essen oder nicht? Genau, ja, so, das war's also mal. Jetzt habt ihr euer Video endlich. So, wurde ich oft danach von euch gefragt und kommentiert gerne mal. So, wie handhabt ihr es? Wie macht ihr das Ganze? Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr öfter mal da nochmal so ein bisschen Einblick haben möchtet, dann kommentiert gerne nochmal unten drunter, was euch noch so interessieren würde. Und ich habe auch noch ein paar andere Videos aufgenommen zu meinem Tagesablauf, was ich so ansonsten den ganzen Tag über mache, was ich so für Routinen habe, Körperübungen jeden Tag und was ich sonst noch jeden Tag mache. Ja, schaut da auch gerne mal rein, wie ich schlafe, damit ihr mal so ein bisschen Einblick habt, wie ich das Ganze handhabe, weil das ja oft gewünscht war. Und ansonsten, ja, euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt, wie gesagt, unter das Video und macht's gut, ihr Lieben. Bis dann, ciao.